Hi Freunde und herzlich willkommen zu meinem Channel und herzlich willkommen zum nächsten Getränketest. Ich habe gefunden für euch, Dr. Pepper hat, wo ist denn der dritte? Da war doch noch einer. Dr. Pepper hat Halloween Editions rausgebracht. Ja, von welchem Jahr die jetzt sind, weiß ich nicht genau. Aber ich habe sie jetzt entdeckt, Halloween Edition. Die normale, dann gibt es Vanilla Float und Scary Cherry. Creepy Classic. Ach, die heißen anders da. Hier, Freaky Vanilla. Vanilla Float. Ah ja, gut. Also Creepy Classic teste ich heute für euch. Habe ich Bock drauf. Ja. Dr. Pepper ist ja ein Klassiker unter den Getränken. Ich mag den sehr gerne. Es hat so seinen eigenen Drive, dieses Getränk. Das begleitet mich schon seit der Kindheit, glaube ich, irgendwie. Ja, ich mag Pepsi und ich mag Dr. Pepper. Aber Dr. Pepper habe ich irgendwie in keiner... Habe ich nie richtig als Cola gesehen, sondern das war immer ein eigenes Getränk. Dr. Pepper Getränke halt eben. Ja. Als Kind hat mich nur gewundert, warum gibt es denn noch andere Dr. Peppers von anderen Marken. Ne? Ja. Und jetzt ist ja gerade der Beetlejuice-Film rausgekommen. Den finde ich im Übrigen klasse, der ist gut gemacht. Teilweise ist er ein bisschen albern und teilweise ist das CGI nicht besonders gut. Aber der Reis, also der ist wirklich geil. Der ist wirklich... Wenn ihr ihn schon gesehen habt, könnt ihr mir zupflichten. Wenn nicht, geht rein. Super. Mega. Mega. Hätte nur ein bisschen früher kommen müssen. Na, dann wäre dieser dicke Schauspieler, der im ersten Teil, dieser lustige, wäre dann auch noch dabei gewesen. Er ist ja gestorben. Na, das ist das Einzige, was ich ein bisschen bedauere. Und dass halt Jenna Ortega dabei ist, hier diese Wednesday. Wenn der Film weitaus früher gekommen wäre, dann hätte Christina Ricci perfekt in die Rolle reingepasst. Geht's nichts zu sagen darüber. Na gut. Fand es am Start. Ich schweife ja schon wieder ab, hey. Und das Teil hat 27 Kilokalorien auf 100 Milliliter, hat 6,8 Gramm Zucker, was gar nicht mal so viel ist für ein klassisches, also für ein Cola-Getränk. Ne? 89 Kilokalorien, die ganze Dose und 22,4 Gramm Zucker hat es. Ja, und dieses Design hier mit den Vampirzähnen ist cool. Öffnen wir mal. Oh yeah. Oh yes. Oh, es riecht original wie Dr. Pepper. Ich meine... Was soll es auch sonst tun? Ich meine, das ist nur ein bisschen umbenannt und naja. Wunderbar. Ich liebe doch. Ich könnte ganze Tracht dran riechen. Ich finde das sehr schön. Schenken wir ein. Ja. Die Farbe ist auch wie früher. So ein Mischmasch zwischen Billig-Cola und normaler Cola. Das merkt man, wenn man in die Sonne hält. Ganz nach war die Sonne da, jetzt wo ich sie brauche. Das ist so einen leichten hellbraunen Touch hat das Getränk dann. Ah, dieser Geruch ist wirklich einzigartig klasse. Also, vom Design her, ganz klar 5 Sterne schon mal dafür. Im Übrigen, das ist keine Werbung, weil ich kaufe mir das Zeug immer selber und ich habe mir als Ziel gesetzt, alle möglichen Getränke der Welt vorzustellen. Dazu gehört auch, wenn so eine Originalversion sich mal für eine Zeit lang umnennt, vielleicht bei Halloween oder wenn es jetzt sowas gäbe als Zipfelmützenversion irgendwie Weihnachten, dann würde ich das auch reviewen, na? Damit ich sämtliche Versionen durch habe. Dr. Pepper mache ich ja besonders gerne und da ich 3 Stück davon habe, ja, ist wieder gut zu testen, Leute. Ja, ich würde sagen, 5 Sterne vom Design sind klar. Und vom Geschmack erwarte ich mir jetzt nicht viel. Außer, dass es wie normale Dr. Pepper schmeckt. Prost.
Und das tut es. Schmeckt original, wie man es kennt und wie man es schätzt. Es schmeckt wie Dr. Pepper. Herrlich. Ja, so einfach kann es manchmal sein. Aber das mit dem Namen ist mir jetzt erst aufgefallen. Creepy Classic Halloween Edition. Werde ich dann auch so nennen. 23 Flavors sind da drin. Opa. Steht da was von... Da steht auch manchmal dabei, wann es abgefüllt wurde. Oh, muss ich anders herumdrehen. Ja, also, ich sehe es jetzt nicht so richtig. Es blendet zu sehr. Ist 2,25, ist es haltbar? Ah ja, gut. Okay. Ich würde sagen, vom Geschmack her auch satte 5 Sterne von 5 möglichen Sternen. Aber schreibt mir doch mal in die Kommentare rein. Mögt ihr Dr. Pepper? Mögt ihr die verschiedenen Versionen? Es gibt ja so viele, gibt es ja nicht. Dr. Pepper Version. Aber in meiner Liste Dr. Pepper, da seht ihr, dass es doch mehrere geben kann. Und schreibt mir mal ganz klar, was euer Favorit ist. Ob es nun ist oder Vanille oder Sherry oder das Normale oder der Energy. Schreibt mir das einfach mal rein und ja, wir können alle Freunde sein. Also 5 Sterne vom Geschmack her ist auch klar. Mir schmeckt das super. Es ist ein klassisches Getränk, was ich halt meiner Kindheit schon trinke. Wunderbar. Ich würde sagen, lasst ein kleines Like da, lasst ein Abo da. Freut euch auf die nächsten Videos und gute Fahrt, Jungs und Mädels. Tschüss.